Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goody mit einem weiteren Video zum neuen Star Wars-Spiel. Präsentiert dank des EA Game Changers-Programms. Daher nochmal der Dank an Electronic Arts, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Und so das Video hier möglich gemacht. Wir holen uns ein Upgrade für BD-1 mal wieder. Aber nicht nur das, sondern wir holen uns auch noch eine Trophäe obendrauf. Geht auch mit dem anderen Upgrade, was ihr in der Story erhaltet, sage ich jetzt nicht so viel drüber. Auch damit kann man dann Droiden hacken. Allerdings ist das hiermit um einiges angenehmer, was wir machen werden. Und zumal das Upgrade wollen wir sowieso haben. Ihr habt am Anfang der Karte gesehen, wir befinden uns hier auf Kashyyyk. Und ich bin mit euch jetzt hier auch den kompletten Weg gegangen, so wie ihr direkt vom Raumschiff, von der Landung aus dahin kommt und dort dann die geheime Werkbank findet. Naja, geheim, aber auf alle Fälle ist sie doch relativ gut versteckt. Und da sie sehr, sehr schnell, sehr, sehr leicht zu erreichen ist, direkt vom Raumschiff, habe ich das Ganze hier auch ungeschnitten gelassen, so dass ihr ja euch auf alle Fälle nicht irgendwie Probleme habt mit dem Orientieren. Oh, wo ist der Goody jetzt? Wo ist das? Welche Ebene ist das? Ist ja nicht immer so wahnsinnig leicht auf der Map zu erkennen. Deswegen von Fahrstuhl 1 geht's rüber in Fahrstuhl 2. Und das ist der Moment, wo ich mir denke, Goody, du solltest dringend Fahrstuhlmusik mal haben für die verschiedenen Spieler, die mit Fahrstühlen ausgerüstet sind. Habe ich nicht, muss ich mich drum kümmern. So, dann nicht hier lang. Genau, dann renne ich kurz einmal in die falsche Richtung. Vom Fahrstuhl aus nicht durch die Tür hindurch, sondern da oben durch die. Das ist richtig und wir sind dann auch schon fast da, Leute. Wenn dann nicht hier, ja, neuerdings immer diese Lags auftreten. Das ist jetzt auch ungeschnitten in genau der Länge. Da hat er irgendwie Probleme, die Texturen nachzuladen. Das schreit nach Patch. Denn das wird das Ganze jetzt nochmal passieren. Wir warten jetzt wieder drauf. Wahrscheinlich, das fällt einem nicht so auf, wenn man ganz normal Story spielt, dann. Aber so, wenn man dann durchrennt, na, da ist es nicht so super sein. Also, dann hier rüber mit den Seilen. Das geht auch ohne die Fähigkeit, Seile an sich heranzuziehen. Ist nur sicherer, man springt da nicht so vorbei. Und da ist schon die Werkbank unseres Begehrens, wo wir hin möchten. Hier beschaffen wir uns jetzt das Upgrade. Wie die Bahn piepst schon und freut sich. Wunderbar. Katze im Sack und damit auch die meisten YouTube-Videos, die euch zeigen, da holt ihr euch das Upgrade. Wir zeigen euch aber, oder besser gesagt, ich zeige euch gerne noch mehr. Denn anschließend geht es wieder ab und zwar nach Zepho. Jetzt wollen wir nach Zepho, denn wir brauchen einen Droiden zum Hacken und mit diesem Droiden wiederum töten wir einen Gegner. Und das geht wahnsinnig gut auf Zepho, jedenfalls dann, wenn man die Story durch hat. Ich weiß nicht, ob das vom Gegner-Spawn her eventuell anders ist, wenn man die Story nicht durch hat. Deswegen. Das gilt hier. Na, obwohl, ich habe es ja noch gar nicht durch. Ich habe noch gar nicht durch. Ich habe ja mir noch ein bisschen was übergelassen. Also, auf alle Fälle kann es sein, dass ein Story-Fortschritt dafür entscheidend ist, was hier drin ist in dem Hangar. Und zwar aus dem Raumschiff raus, in den Hangar rein. Wir gucken um die Ecke und sehen, ups, falsche Gegner. Das wollten wir gar nicht. Ich werde jetzt hier kurz wegmachen. Das seht ihr dann nicht mehr. Renne dann zurück zu meinem Raumschiff. Und dort könnt ihr ja auch resetten. Dort könnt ihr ja auch einfach meditieren und so die Gegner zurücksetzen. Wie gesagt, das waren gerade die falschen, die wollten wir nicht haben. Und dann ist hier euer Kreis der Wahl. Einmal abhocken, die Welt neu erschaffen. Mit einmal hocken geht das, jemals die Gegner neu erschaffen, besser gesagt. Dafür funktioniert das. Und dann geht es wieder zurück in den Hangar. Und wir schauen, ob wir dann ja adäquate Gegner haben für unseren Erfolg, für unsere Trophäe. Und ich nehme es mal spoilerreich vorweg, ja, haben wir. So, also zurück in den Hangar. Beim ersten Mal falschen Gegner, beim zweiten Mal die richtigen. Und da steht er schon, so ein fetter Droide. Ich mache das Ganze hier auf Story. Da kann ich mir ruhig ein, zweimal, ruhig fünf, sechs Mal aufs Maul hauen lassen, ohne dass mir was passiert. Und diesen Droiden, den müssen wir jetzt ein bisschen runterhauen. Und wenn wir den ein bisschen runtergehauen haben, dann wird er bewusstlos. Erst seitdem wir das BD-1 Upgrade haben. Vorher war das nicht der Fall. Ich schleudere ihn hier so ein bisschen durch die Gegend. Ich möchte nicht zu viel Schaden machen. Ist mir auch in einem Versuch passiert, dass er dann auf einmal tot umfiel. Und ich denke, doof, muss ich nochmal machen. Aber wie gesagt, kein Problem, weil ihr ja direkt im Raumschiff einfach die Welt resetten könnt oder die Gegner. Und ich bin jetzt hier noch so ganz vorsichtig dabei, weil bei dem Lebensbalken, da kann es schon eng werden, ob er den Krempel überlebt oder nicht.
Aber ich werde gleich per Herz nochmal zuschlagen und dann den Zustand der Bewusstlosigkeit erreichen. Dann drücken wir noch das Steuerkreuz nach unten. Seht ihr hier, ist er bewusstlos. Wir können Steuerkreuz nach unten drücken. BD-1 übernimmt ihn. Deswegen habe ich auch die anderen Gegner da stehen lassen. Denn er muss jetzt einen dieser Gegner töten. So, den sucht er sich aus. Dann kann ich den anderen wegmachen. Während er da drüben beschäftigt ist, hat ihn umgehauen. Und die Trophäe lässt diesmal ein klein wenig auf sich warten. Wir haben alles richtig gemacht, das passt. Unser kleiner Padawan ist hier noch ein bisschen nervös, weil da ja ein Gegner herumsteht. Deswegen holt er immer wieder hier sein Lichtschwert raus. Kann das gar nicht ganz ruhig in der Tasche lassen, obwohl der Typ uns gar nicht angreift. Aber das ist sekundär. Trophäe kommt nicht. Ich werde das hier gleich auf die Pause-Taste kloppen, um ja, das Aufpoppen zu erzwingen. Und da ist er. Leg dich nicht mit BD-1 an. Das war's. Ich hoffe, das kleine Video hat euch A geholfen, B gefallen. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ganz, ganz wichtig fürs Ranking des Videos. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn richtig, genau, mit Glocke aktiv verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Und vor allem schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sag bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.